Einen wunderschönen guten Morgen, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Buchkanal. Wie ihr am Titel gesehen habt, ich möchte euch gerne dieses Mal meine Neuzugänge für Januar und Februar zeigen. Also während ich das Video abdrehe, ist es natürlich Februar noch lange nicht vorbei, aber ich habe mir eigentlich für diesen Monat ein Kaufsverbot gesetzt und den habe ich einfach mal schon nicht eingehalten. Ich habe im Februar alleine 2, 4, 5 Bücher gekauft, habe mir aber jetzt vorgenommen, für den Rest des Monats definitiv keine mehr zu kaufen. Deswegen habe ich die jetzt hier damit dabei gepackt. Es sind auch insgesamt 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16 Bücher. Ich glaube, mehr muss man nicht sagen. Mein Sub wächst und deswegen habe ich mir vorgenommen, jetzt im Februar und wenigstens den halben März mal nichts mehr zu kaufen, was Bücher angeht. Vor allen Dingen, weil ich im Sommer auch nach Deutschland fliege und da einige mitnehmen möchte. Also von deutschen Autoren, die ich halt hier nicht kriege, die Bücher. Aber ich würde sagen, wir fangen mit den Januarbüchern an. Einige der Bücher habe ich jetzt auch schon gelesen. Deswegen gehe ich da jetzt nicht näher auf diese Bücher ein. Dafür drehe ich dann nochmal ein separates Video. Und zwar meinen Lesemonat von Januar. Der lief nämlich richtig gut. Ich glaube, ich habe 12 Bücher gelesen oder so. Aber ich würde sagen, wir fangen direkt an mit 2 Büchern, die ich euch, ich glaube, im Lesevlog kurz gezeigt habe. Und zwar einmal 2 Bücher von Colleen Hoover, Maybe Now, Maybe Someday. Die Bücher gehen Hand in Hand zusammen. Es ist eine Buchreihe. Einige von euch werden es sicherlich schon kennen. Ich glaube, es gibt sogar noch eine Novelle dazu. Oder einen dritten Teil, ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, es gibt eine Novelle dazu. Von Colleen Hoover kaufe ich neuerdings wirklich alle Bücher, die ich sehe. Ich habe auch gekauft, und zwar alle 4 Bänder Heartstopper. Das 4. Band ist momentan bei meiner Tochter im Zimmer. Die liest das Band 1, aber ich habe alle 4 Bänder im Januar gelesen. Das 4. habe ich jetzt erst vor kurzem beendet. Das hier, da habe ich auch einiges getaggt, weil es da auch teilweise um Essstörungen geht. Und ich weiß nicht, wer meinen Hauptkanal kennt. Ihr könnt gerne mal reinschauen. Aber deswegen habe ich ein bisschen was getaggt. Da geht es auf jeden Fall um den Nick und den Charlie. Und der Charlie, der ist geoutet, der ist schwul. Und der Nick, der merkt dann, dass er da irgendwie Gefühle entwickelt für den Charlie und ist dann ganz konfus und weiß gar nicht, was so wirklich los ist, weil bisher hat er immer auf Mädels gestanden. Und ich fand die Serie total süß. Also meine Tochter, die Melissa, die älteste, die ich habe, kannte das jetzt nur von der Netflix-Serie und meinte, die Netflix-Serie wäre nicht gut gewesen. Die hätten einfach zu sehr auf Anime hingeschauspielert, keine Ahnung. Aber die Buchreihe selber, das ist ja auch so eine Comic-Reihe, fand ich super toll. Total süß. Dann durfte mit Paper Palace, worum es jetzt genau geht, weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass das Buch schon ewige lange Zeit auf meiner Wunschliste gestanden ist. Und deswegen habe ich es direkt mitgenommen, als wir das gesehen haben. Ich glaube, das habe ich im Secondhand Store gekauft, als war nach dem Ikea kurz in Kansas City im Book Off, nicht Book Off, wie hieß der Laden? Half Price Books. Genau, da haben wir das gekauft gehabt. Wollte ich auch demnächst lesen. Ich will so vieles demnächst lesen. Hier kommt jetzt noch eine Buchreihe, die ich mir im Januar gekauft habe und auch im Januar zu Ende gelesen habe. Und zwar die Matched-Reihe, Buch 1, 2 und 3. Und da habe ich auch einiges getaggt, weil ich die Reihe wirklich total toll fand. Übrigens habe ich mit dieser Reihe meinen ersten Lesevlog abgefilmt. Also wer da Interesse hat, kann gerne mal reinschauen. Ich verlinke euch oben das Video und auch unten in der Infobox, wenn ich dran denke. Dann habe ich auf jeden Fall das erste Band der Crave-Reihe gekauft, und zwar damals ein Spontaneinkauf im Walmart, weil ich schon so viel davon gehört habe. Also ich habe erst mal von dieser Reihe gehört, das ist jetzt schon etliche Monate her, aber ich habe das immer so vor mich hergeschoben, weil ich so dachte, du bist eigentlich aus dem Alter raus. Aber nachdem wirklich so viel Gutes von diesem Buch erzählt wurde, dachte ich, da muss ich wenigstens mal ins erste Buch reinlesen, muss mal schauen, worum es dann im Hype überhaupt wirklich so geht. Also ich weiß nicht viel von dem Buch, wirklich nicht viel. Ich weiß nur irgendwie, ich glaube, da geht jemand in die Schule und merkt dann, dass irgendwie die Schulkameraden gar nicht so das sind, was die zu sein scheinen. Also genau weiß ich das gar nicht. Genau, wie meinst du, geht in eine normale Schule und merkt dann ganz schnell, dass irgendwie die Schüler, mit denen die gemeinsam in die Klassen geht, also in den Unterricht geht, dass da irgendwie was nicht stimmen kann. Stellt sich dann schnell raus, dass sie da in der Welt von Dämonen und Vampiren und Werwölfen lebt oder so. Ich finde den Buchschnitt auch total interessant. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht. Die sind einfach mal so nicht glatt abgeschnitten, sondern so gerippelt. Sieht man das? Finde ich irgendwie total cool. Dann zeige ich euch 2 Bücher, die ich jetzt nicht zusammengekauft habe, aber die vom gleichen Autor sind, also von der gleichen Autorin. Und zwar
habe ich noch im Januar gekauft von Lucy Foley, die Hunting Party. Eigentlich habe ich nach einem ganz anderen Buch gesucht. Das Buch habe ich aber jetzt auch in einem Secondhand-Laden gefunden, und zwar in Kansas City im Half-Price Bookstore, wo ich halt auch The Paper Playlist gekauft habe. Da habe ich damals, glaube ich, eine Stimmt gar nicht. Ich habe 4 Bücher gekauft. Ich hatte auch die 2 und 3 der Match-Serie dort gekauft. Aber eigentlich hatte ich nach einem ganz anderen Buch von Lucy Foley gesucht. The Guest List. Das gab es jetzt im Target. Habe ich mir erst vor ein paar Tagen gekauft. Das stand schon ewig lange auf meiner Wunschliste. Aber hier, das klingt eigentlich auch ganz spannend. Ich glaube, da geht es um Leute, die sich da, ich glaube, eine Freundesgruppe, die sich irgendwie an einem Wochenende in einer Hütte trifft. Und geht es da auch irgendwie um Mord innerhalb der Hütte. Und da kann es ja dann nur einer dieser Freunde gewesen sein. Ich glaube, so war das. Und dann müssen die irgendwie rausfinden, wer da der Mörder ist, bevor noch mehr Leute umkommen. Ich glaube, so war das. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wie gesagt, ich weiß nur, dass es gut klang in dem Moment, wo ich es halt gekauft habe. Und ich stehe ja so auf Thriller. Ich liebe Thriller. Wo wir gerade von Thriller reden, ich wollte jetzt auch mal mich in eine ganz andere Genre reinlesen. Und zwar wollte ich mal Horror ausprobieren. Ich habe in meinem ganzen Leben noch kein Horrorbuch gelesen, außer Stephen King. Aber Stephen King ist halt Stephen King. Deswegen habe ich gedacht, nehme ich mal hier dieses Buch mit. My Dearest Darkest. Das klang total interessant, weil da geht es um den Finch. Und der ist in einem Autounfall verwickelt gewesen, wo seine Eltern und Geschwister umgekommen sind. Und eigentlich hätte sie auch sterben sollen. Aber irgendwie was Dämonisches hat sie davon abgehalten zu sterben. Schon allein das klang so toll, irgendwie so cool. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Wie gesagt, ich habe noch kein Horrorbuch in die Hand genommen. Ist mein allererstes. Deswegen, ich bin echt mal gespannt, was da so auf mich zukommt. Aber ich habe mir vorgenommen, so ein bisschen aus meiner Komfortzone rauszugehen. Und zwar nicht nur im Lesen, sondern auch mit vielen anderen Punkten in meinem Leben. Aber Horror werde ich dann demnächst mal ausprobieren. Und was ich dann auch gekauft habe, wovon ich jetzt auch schon viel gehört habe, ist auch, glaube ich, nichts Neues auf dem Büchermarkt. Reckless Girls von Rachel Hawkins. Fand ich, klang auch total toll. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus Comedy und Thriller. Zumindest kam das im Vorwort mir irgendwie so vor. Ich könnte das hier mal pausieren und lesen. Ich werde auch noch mal gucken, dass ich die deutschen Titel unten einblende, wenn ich dran denke. Eine Insel, 6 Besucher und ganz viele Geheimnisse. Was ich auch schon länger auf meiner Buchwunschliste stehen habe, ist dieses Buch. Da geht es wohl um, ich glaube, da ging es um ältere Midlife-Leute, also so Leute in meinem Alter, die irgendwie aus Langeweile heraus, keine Ahnung, so Vampire jagen, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall schon viel von dem Buch gehört. Das soll total lustig sein. Ich bin echt mal gespannt, ob mich das nicht enttäuscht. Hier haben wir das Vorwort, falls ihr da mal pausieren wollt, um zu lesen. Aber ich bin echt mal schon total gespannt. Ich liebe auch das Buch selber. Also wenn die Bücher so ein weiches Cover haben. Also ist nicht so glatt wie jetzt. Habe ich überhaupt? Das hier ist auch so weich. Das ist jetzt auch nicht glatt, das ist auch matt. Aber das hier ist richtig weich. Ich liebe das. Und das letzte Buch, was bei mir erst wirklich vor 2 Tagen eingezogen ist, weil ich das im Walmart für, ich glaube, $13 bekommen habe, obwohl im Stickerpreis wären es 17 gewesen. Wenn ihr nach Amerika in Urlaub kommt und ihr seid so buchfanatisch wie ich und ihr wollt keine $17 für so ein dünneres Buch ausgeben, geht zum Target oder fahrt in den nächsten Walmart. Die haben, die meisten Bücher sind da wirklich unterm Stickerpreis, weit unterm Stickerpreis. Es lohnt sich dann halt wirklich. Es ist halt nur nicht so viel Auswahl wie in einem normalen Buchladen, aber manchmal wird man fündig. Das Buch habe ich jetzt auch schon öfters bei BookTube gesehen. Da geht es hier auch um eine Frau, und zwar Phoebe Walsh. Die steht auf True Crime, glaube ich, so irgendwie war das. Und muss dann nach Florida für das Haus von ihrem Papa leer zu räumen, der vor kurzem verstorben ist. Und die hat dann irgendwie dann so die Vermutung, dass der Sam eventuell so eine Art Serial Killer ist. One woman is going to have to learn how to give love a chance when she's used to suspecting the worst in this fresh romantic comedy. Klingt total toll. Stelle ich mir halt auch total lustig vor. Ziehst da irgendwo ein und hast dann irgendwie so die Vermutung, dass dein Nachbar, der noch dazu gut ausschaut, irgendwie so Serial Killer Material sein könnte. Freundest dich halt mit dem an, dass du da so den so ausspionieren kannst und dann verliebt man sich dann halt so. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da ein paar lustige Konflikte dabei entstehen. Deswegen, ich bin schon ganz gespannt. Vielleicht fange ich das Buch auch schon diesen Monat an. Vielleicht für Valentine's Day, das ist ja auch schon bald. Genau, aber das waren meine
Bücher. Ist mal wieder ziemlich eskaliert letzten Monat. Noch Anfang diesen Monats, obwohl ich mir feste vorgenommen habe, dass ich halt keine Bücher mehr kaufe. Aber ich habe jetzt mir, meinem Portemonnaie und auch meinem Mann versprochen, erstmal keine mehr zu kaufen. Mal gucken. Hoffe, dass ich das zeitlich hinbekomme mit meinem Lesemonatsvideo. Das steht jetzt auch noch an. Bücher habe ich mir schon zusammengesucht. Ein paar davon stehen ja hier im Stapel. Die habt ihr jetzt schon gesehen, weil die habe ich tatsächlich gekauft im Januar und musste die sofort verschlingen. Aber meine Tochter ist momentan noch krank, die ist zu Hause, deswegen ist meine Zeit momentan limitiert. In dem Sinne verabschiede ich mich dann aber jetzt mit diesem Video und würde sagen, lasst mir gerne ein Däumchen da und ein kostenloses Abo, wenn ihr noch mehr Book-Content von mir sehen wollt. Bis zum nächsten Mal.